Karl der Fünfte von Habsburg. Er sollte den Traum der Habsburger von einem Weltreich erfüllen. In den Niederlanden wuchs er auf, unter der Obhut seiner Tante Margarete. Als Statthalterin des Kaisers regierte sie die Niederlande. Die Kinder ihres verstorbenen Bruders, die Enkel des Kaisers, ließ sie sorgfältig erziehen. Im Kreis seiner Schwestern Karl, der künftige Herrscher eines Weltreichs. An Margaretes Hof in Mechelen wird er auf seine monarchischen Aufgaben vorbereitet. Schon als Kind erbt er von seinem Vater Burgund. Mit 7 Jahren unterzeichnet er Staatspapiere, mit 8 schreibt er lateinische Briefe an den Papst. Früh lernt Karl den Umgang mit der Macht. Von seinem jüngeren Bruder war er lange Zeit getrennt. Ferdinand verbrachte Kindheit und Jugend in der Heimat seiner Mutter, in Spanien. Karl erbt von seinen Großeltern mütterlicherseits Spanien. Das Land war geprägt vom Kampf Kreuz gegen Halbmond. Einsame Burgen in Kastilien. Jede für sich eine Bastion des Glaubens. Jahrhundertelang hatten die spanischen Könige und Fürsten für die Befreiung des Landes vom Islam gekämpft. Beinahe 800 Jahre vergingen, bis Spanien endgültig für das Christentum rückerobert war. Erst 1492 waren im Süden Spaniens die Mauren und die Christen zur letzten Schlacht aufeinander getroffen. Die Spanier hatten das Ringen für sich entschieden. Spanien wurde von den Mauren befreit. Mit der Niederlage des Islam ging aber auch eine Epoche der Toleranz in Spanien zu Ende. Die christlichen Befreier übten grausame Rache. Mauren und Juden wurden gehetzt und vertrieben, im Zeichen des Kreuzes. Für die Spanier sind seit der Rückeroberung Reinheit des Glaubens und Einheit Spaniens untrennbar verknüpft. Karl sieht als 17-Jähriger Spanien zum ersten Mal. Er reist durch Kastilien, fremd im Land, das er erbt. Er begegnet seiner Mutter Johanna, die wahnsinnig war, außerstande, die Regentschaft über Spanien auszuüben. Im Kloster von Tordesillas dämmerte sie viele Jahrzehnte dahin. Den Aufstieg Spaniens zur Weltmacht konnte sie weder erkennen noch nachvollziehen. In Kastilien begegnete Karl auch seinem Bruder Ferdinand. Er war im Schloss von Simancas aufgewachsen und für die Thronfolge in Spanien erzogen. Doch das Erbrecht verlangte, dass Karl alle Länder der Habsburger zu übernehmen hatte. So musste der Spanier Ferdinand Spanien für immer verlassen, musste als Jüngerer dem älteren Bruder 1516 die Krone Spaniens überlassen. Das dynastische Interesse hatte Vorrang vor dem Nutzen des Landes. Karl erbte nicht nur Spanien, sondern ein Weltreich. Zu den spanischen Besitzungen gehörten Teile von Italien, die Niederlande und Kolonien in der neuen Welt. Im Reich wird Karl seinen Bruder Ferdinand als Statthalter einsetzen. Die Trennung des Hauses Habsburg in eine spanische und in eine österreichische Linie zeichnet sich ab. Zum Kaiser wurde Karl gewählt, mit dem Geld der Fugger. Sie brachen den Widerstand der Habsburg-Gegner, zum Beispiel Frankreichs, mit gewaltigen Bestechungsgeldern. So kostete die Wahl Karls insgesamt 850.000 Gulden. Damals verdiente eine Dienstmagd etwa 1,5 Gulden im Jahr, ein Schulmeister 3 bis 4. Der junge Kaiser Karl V. traf im Reich auf politische Verhältnisse, die verworren waren. Gegensätze zwischen Fürsten, Adel, Städten und Bauern führten zu sozialen Unruhen. Handel und Handwerk in den Städten florierte.
Aber große Teile der Stadtbevölkerung waren an der Selbstverwaltung in den Städten nicht beteiligt. Zünfte und im Fernhandel reich gewordene Kaufleute hatten das Sagen. In Augsburg ist Jakob Fucker so reich, dass er die erste Siedlung für Arme gründen kann. Einträgliche Geschäfte macht er mit dem Ablasshandel im Auftrag des Papstes, der wie der Kaiser zu seinen Schuldnern zählt. Aus dem schlechten Gewissen armer Sünder schlägt Jakob Fugger Kapital. Gegen diesen Freikauf von Sündenstrafen wendet sich Martin Luther. 1517 verkündet der streitbare Augustinermönch seine 95 Thesen gegen den Ablass, stellt sie öffentlich zur Diskussion. Luthers Schriften finden reißenden Absatz. Die Öffentlichkeit nimmt sie begierig auf. Der Buchdruck fördert die Verbreitung. Jeder weiß, dass der Katholizismus in Deutschland verrottet ist, die Kirchenreformen gescheitert sind. Was Luther wollte, war die Erneuerung der einen Kirche, was er erreichte, war die Kirchenspaltung. Den Reformator traf der kirchliche Bannstrahl durch den Papst. Durch das päpstliche Urteil geriet der Kaiser unter Druck. Luthers Lehre drohte die Einheit des Glaubens im Habsburgerreich zu zerstören. Im Heiligen Römischen Reich galt der Kaiser immer noch als Hüter der katholischen Lehre, als Schirmherr des Papstes. 1521 verhängte Karl V. auf dem Wormser Reichstag über Martin Luther die Reichsacht. Der Glaubenskrieg in Deutschland begann. Luther blieb unbeugsam. Und der Kaiser kämpfte gegen die Protestanten bis an sein Lebensende. Ein weiterer Kriegsschauplatz, Italien. Im Herzogtum Mailand kämpfte der Kaiser gegen einen anderen Feind, den französischen König. Zwei Dynastien stritten um Erdansprüche und um die Vorherrschaft in Europa. Der Papst als dritte politische Kraft spielte die beiden gegeneinander aus, weil er weder die Vormacht des einen noch des anderen dulden wollte. 24. Februar 1525. In der Nähe der Kartause von Pavia wird der Machtkampf zwischen dem Kaiser und dem französischen König ausgetragen. Wohl sind die Franzosen zahlenmäßig überlegen. Aber die kaiserlichen Söldner an die 20.000 Mann setzen zum ersten Mal tragbare Feuerwaffen ein und sie gewinnen die Schlacht. Ein militärischer Erfolg mit fatalen Folgen für die Sieger. Die Landsknechte Karls V. streifen durch Italien, ohne Sold und führungslos. Viele von ihnen sind Lutheraner. Am Papst in Rom wollen sie sich schadlos halten. 1527 plündern und verwüsten die habsburgischen Soldaten die ewige Stadt. Zwischen dem Kaiser und dem Papst herrscht offener Krieg. Der Traum von der Einheit des Abendlandes ist zerbrochen. Während Karl gegen die Franzosen kämpft, führt sein Bruder Ferdinand seit 1521 im Reich die Geschäfte und regiert in den habsburgischen Erblanden. Ferdinand macht Wien zu seiner Haupt- und Residenzstadt und zu einem Bollwerk des Christentums gegen den Islam. Der Halbmond im Südosten Europas. Mit Feuer und Schwert ziehen die Türken über den Balkan, wollen das Abendland erobern, bedrohen das Reich. Der ungarische König Ludwig hatte sie nicht aufhalten können. Auf einem freien Feld bei Mohács standen sich 1526 Ungarn und Türken gegenüber. Der Übermacht des Sultans sind die Ungarn hoffnungslos unterlegen. Mohács, für die Ungarn eine historische Tragödie. Große Teile des Landes blieben über eineinhalb Jahrhunderte unter osmanischer Herrschaft. Auch König Ludwig fiel in der Schlacht bei Mohács. Er hatte Ungarn und Böhmen regiert,
Sein Erbe fiel an die Habsburger, an seinen Schwager Ferdinand. Er bekommt die Kronen Ungarns und Böhmens. 1526 gilt als die Geburtsstunde der Donaumonarchie. Ferdinand regierte die neu gewonnenen Königreiche verantwortungsvoll. Seinen Sohn Maximilian bereitete er auf die Thronfolge im Reich vor. Der junge Mann hatte Sympathien für den Protestantismus gezeigt. Schließlich gehorchte er aber seinem Vater, der Glaubenstreue mit Toleranz verband. Den gewaltigen Länderbesitz der Habsburger hielt Ferdinand auch gegen den Widerstand von Protestanten und Ständen zusammen. Als Karl V. und Ferdinand in Spanien und im Reich herrschten, erweiterten sich die Kenntnisse über die Erde. Im 16. Jahrhundert zeichneten die Kartografen ständig neue Karten. So schnell schritten die Entdeckungen fort. Karls monarchische Vorstellungen hingegen wurzelten im Mittelalter. Er hatte noch keine feste Residenz, nur Zentren des Wirkens, zum Beispiel Brüssel. In den Niederlanden aufgewachsen, träumte er von der Auferstehung des alten Burgunderreiches und von einer neuen universalen Monarchie. Doch an England und Frankreich, den aufstrebenden Nationalstaaten, scheiterte Karls Vision von einem vereinten Europa unter den Habsburgern. Gab es einen Unterschied zwischen der Idee des Kaisertums und den Interessen der Habsburger? Für Karl V. waren sie unlöslich miteinander verbunden. Im Habsburgerreich wurden viele Sprachen gesprochen. Mühelos wechselte der Kaiser von einer Kultur in die andere. Toledo. Angezogen von der besonderen Atmosphäre des Ortes, weilte Karl gern in Spaniens alter Hauptstadt. In Toledo überschneiden sich die Kulturen, vermischen sich arabische, christliche und jüdische Einflüsse. Karl lernt den Islam in Spanien kennen, bekämpfte ihn. Sein Interesse aber galt dem Westen. Sein Blick ging über den Kontinent hinaus. Im Auftrag Spaniens segelten Abenteurer und Glücksritter über das Meer. Im Auftrag der Krone entdeckten und eroberten sie die neue Welt. Sie machten Karl zum Herrscher über ein Reich, in dem die Sonne nicht unterging. Der Habsburger hat Amerika nie betreten. Was wusste er über den Völkermord, der in seinem Namen verübt wurde? Als die Spanier 1519 in Mexiko einfielen, lebten dort 25 Millionen Indios. Wenige Jahrzehnte später waren es nur noch 1,3 Millionen. Die Indios wurden missioniert und versklavt, ausgebeutet und zu Tode geschunden. Von der Gier seiner Kolonialherren profitierte auch Karl V. Tonnenweise landeten Gold und Silber in der kaiserlichen Schatzkammer und als Trophäe der Federschmuck eines indianischen Priesters. Die Schätze aus der neuen Welt bildeten die Grundlage für die Kriege Karls gegen Franzosen und Protestanten, sorgten für Spaniens Aufstieg zur Weltmacht. Die spanischen Habsburger ließen sich in Gold verewigen. In langen Abständen kehrte Karl V. nach Deutschland zurück. In seiner Abwesenheit hatten Bauernkriege und Glaubenskämpfe das Reich erschüttert. Die deutschen Fürsten waren in zwei religiöse Lager geteilt. Protestantische Stände schlossen sich in einem Militärbündnis zusammen. Gegen die Protestanten konnte der Kaiser nur vorgehen, wenn er nicht gegen Frankreich und die Osmanen Krieg führte. Karl V. war fest entschlossen, die Einheit des Glaubens mit Waffen zu erzwingen und führte einen Kreuzzug im eigenen Land. 1547 griff er persönlich in die Schlacht ein. Bei Mühlberg an der Elbe besiegte er das Heer der Lutheraner.
Tizian hat ihn nach der Schlacht gemalt. Der Kaiser als einsamer Kämpfer, vom Krieg gezeichnet, nicht als strahlender Sieger. Dem Sieg folgte die Niederlage. Gegen den Willen des Kaisers schlossen die Fürsten Frieden. 1555 bestätigten sie im Augsburger Religionsfrieden die Gleichberechtigung beider Konfessionen im Reich. Karl V. hatte den Kampf gegen die Protestanten endgültig verloren. Die Bürde seiner Regentschaft, Krone und Helm, sie wurden ihm schließlich zu schwer. 1556 dankte Karl V. ab. Seinem Bruder Ferdinand überließ er die Kaiserwürde und das Reich. Seinem Sohn Philipp die Herrschaft über das spanische Imperium. Die Trennung der Dynastie der Habsburger in eine spanische und eine österreichische Linie war besiegelt. Mit 56 Jahren brach Karl zu seiner letzten Reise auf, nach Spanien. Karl, der mächtigste Herr der Welt, hatte seinem Sohn gewaltige Schuldenlasten vererbt. Die vielen Kriege gegen Frankreich, die Protestanten und die Osmanen, aber auch schwere Fehler in der Wirtschaftspolitik hatten ihn zahlungsunfähig gemacht. Unmittelbar nach der Krönung meldete Philipp II. Den Staatsbankrott an. Er verpfändete Länder, verordnete Zwangskredite und stürzte sich in einen neuen Krieg mit Frankreich. Von der Politik hatte sich Karl schon weit entfernt. Er war am Ziel seiner Reise angelangt. In der Nachbarschaft des Klosters San Jerónimo de Juste wollte er sich niederlassen. Ich wünsche mich, zu euch zurückzuziehen, um das Leben zu beenden. Und darum bitte ich euch, dass ihr mir einige Zimmer herrichtet. Endlich konnte er ausruhen und seinen Erinnerungen nachhängen. Voll Wehmut gedachte er seiner früh verstorbenen Frau und einzigen Vertrauten, Isabella von Portugal. Ihr Bild, von Tizian gemalt, hatte ihn überall hin begleitet. In Juste erhielt es einen Ehrenplatz. Legende ist, dass Karl V. seine letzte Lebenszeit als Mönch und in mönchischer Askese verbracht hat. Wohl hatte er der Welt entsagt, doch die Welt kam immer noch zu ihm. Gesandte informierten ihn über politische Ereignisse im Reich, holten seinen Rat ein. Hier ist alles so, wie es einmal war. Der Sessel, in dem der gichtgeplagte Kaiser Platz nahm, sein Lesepult, die Sänfte, in der er sich durch den Garten tragen ließ. Trotz hoher Verschuldung sorgte ein angemessener Hofstaat für sein Wohlbefinden. Auch im frei gewählten Exil sollte der Kaiser nichts entbehren. Seine große Leidenschaft war die Musik. Besonders gerne hörte er dem Gesang der Mönche zu, der heute noch genauso klingt wie damals. Gloria, das letzte Bild, das Tizian für ihn gemalt hat. Der Kaiser und seine Familie in enger Verbindung mit Engeln und Heiligen, ganz in der Tradition der kastilischen Könige, deren Politik vom Jenseitsglauben bestimmt war. Karl V. hat das Bild zuletzt an sein Totenbett bringen lassen. Seine fanatische Religiosität vertiefte sich noch in dieser Abgeschiedenheit. Den Verlust der Einheit des Glaubens im Reich hat er nie überwunden. Zuletzt noch befahl er seinem Sohn Philipp, die Ketzer zu bestrafen, mit allem nur möglichen Nachdruck der Gewalt, ohne Ausnahme und ohne Barmherzigkeit. Das Rad der Zeit aber konnte Karl nicht mehr zurückdrehen. Und vergeblich mühte er sich, auch nur zwei seiner kostbaren Uhren im gleichen Takt schlagen zu lassen. Er erkannte, Uhren sind wie Menschen. Der Gedanke an die Vergänglichkeit alles Irdischen mag ihn oft beschäftigt haben.
So war seine Zeit. Der Mächtige sollte sich seiner Ohnmacht stets bewusst sein. Das bewahrte ihn im Glück vor Übermut, im Unglück vor Mutlosigkeit und Verzweiflung. Nur für einen Augenblick der Weltgeschichte war das Habsburgerreich in einer Hand vereinigt. Als Karl V. 1558 starb, war sein großer Traum, das Abendland in einem Universalreich zu einigen, gescheitert.